Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge SnowRunner. Ich habe einen Job angenommen und habe ich schon oder habe ich noch nicht? Doch, habe ich schon angenommen, und zwar die Rohre. Wir werden aber jetzt erstmal Ziegel- und Stahlträger hinbringen. Ich hoffe, dass ich das alles mit dem einen hier hinkriege, weil die Ziegel muss ich ja von hier holen und da steht ja ein Anhänger. Deswegen hoffe ich, dass ich Ziegel- und Stahlträger alles mit einmal hinkriege. Dann muss ich sowieso wieder zur Werkstatt zurück, weil danach brauchen wir ja, ne? Na, sagen wir schnell hier Sattel hoch erforderlich. Genau, deswegen fahren wir jetzt erstmal da oben hoch. Holen uns. Ich werde aber ausnahmsweise mal hier hinten rumfahren, weil hier war ich ja noch nie. Also zumindest jetzt hier bei den Aufnahmen nicht. Ist zwar jetzt ein kleiner Umweg, aber ich denke mal, so lange wird das gar nicht dauern, weil so weit ist das nicht. Ja, ich habe meinen schönen DLC Tatra rausgeholt. Schön mit meinem Logo drauf von Twitch. Er pennt sich schon wieder ein, der Penner. Genau. Ich werde es wieder. Ich habe letztens. Ich habe mich mal belesen wegen den Lecks, die ich immer hatte, keine Ahnung. Ja, also so richtig schlau werde ich aus den Videos auch nicht. Ich habe mir jetzt alles beherzigt, was sie da geschrieben haben. Wir werden sehen. Weil ich muss sagen, meine GPU-Auslastung sieht gerade jetzt richtig top aus. Vielleicht muss auch OBS wieder abgedatet werden. Dass deswegen die GPU-Auslastung so viel ist. Weil ich hatte das schon mal. Habe ich die GPU aus? Ich glaube, habe ich schon mal erzählt, ne? Habe ich die GPU. Ach Quatsch, habe ich OBS aus? Ist die GPU bei über 20%? Habe ich OBS an? Ist ja klar, wenn ich nur nebenbei noch aufnehme. Gut. Ja, da habe ich mein Logo auch aufgeklatscht. Wie gesagt, ich werde hinten rumfahren. Normalerweise könnte ich ja jetzt hier gleich links abbiegen. Was? Gott, ich habe ja gar kein Allrad drin. Ja, mit meiner Kamera habe ich auch ein bisschen was verändert. Weiß nicht, ob das. Das hat mir alles immer nicht gefallen mit dem Hintergrund. Also hier, weil immer da was Schwarzes noch zu sehen war. Aber. Ich hoffe, dass meine Fratze jetzt nicht allzu groß ist, ansonsten muss ich sie wieder kleiner machen. Weil die sollte ja was vom Spiel sehen und nicht von meinem Gesicht. Ich finde diesen Spiegel da, den hätte man vielleicht ein bisschen weiter nach außen drehen können. So, machen wir mal Differential aus. Können sogar noch Gäste mitfahren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hinten jemals schon mal lang gefahren bin. Normalerweise auch in den Streams fahre ich immer da lang. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier lang fahre. Ich will mal überlegen, vielleicht nehme ich auch einfach mal auf und fahr und mach und tu. Und schneide dann einfach immer in 20-Minuten-Stücke. Obwohl ich euch ganz gerne immer begrüßen und verabschieden möchte. Aber na gut, hier kann man es ja machen, bei so einem Spiel, wo man kann ja zwischendrin stehen bleiben, abspeichern, mehr oder weniger. Ist ja anders wie bei, ja, keine Ahnung, Spiele, wo man nicht zwischenspeichern kann. So, mal kicken, ob ich da. Doch, ich bin hier schon mal lang gefahren. Doch, doch, normalerweise sind wir jetzt immer hier rumgefahren mit unserem kleinen Wägelchen.
Shannara, die Gute. Ja, wir haben auch ein Mädels bei uns in der Truppe hier. Die ist mit ihrem Tatra hier durchs Smaragd. Das hat die gar nicht gestört. Deswegen, ich fahre jetzt zum allerersten Mal hier durch. Ich mache mal noch ohne Differential. Mal sehen. Ja, den Baum haben wir schön neben uns gelassen. Na, guck mal an, ey. Wieder so ein tschechisches Meisterwerk. Hier durchs Smaragd. Ich werde auch mal gucken, ob ich von diesem Jahrgang hier, so von dieser Zeit, 80er, so 70er, 80er, ob ich da noch einen schönen Ural finde. Das waren ja auch ein paar Schlachtschiffe damals. Heute bestimmt auch noch. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch Urals jetzt eigentlich? Ja, ne? Bestimmt, ne? Zwar nicht mit diesen Literzahlen, obwohl, doch, 8 Liter die Minute, das ist ja... Aber das hatte mein Vater damals schon gesagt. Wenn der mit dem Ural von der Armee gekommen ist, wie viel Liter die Dinger verbrauchen. Junge, 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 da brauchst du aber einen Tank dran, du. So, müssen wir theoretisch... Irgendwie da hinten müsste dann die Fabrik sein. Die Lagerstelle sein. Der Lagerplatz. Also dieser Tatra, der ist wirklich... Also ich sag so, wo ich das Spiel gekauft hatte, ja, das war ein kleiner Speicherleck. Der ist okay, der ist genehmigt. Wo ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir die ganzen DLCs mal angeguckt. Also wie gesagt, ich werde mir auch die Seasons irgendwann alle kaufen, also vor allem die Karten. Bei den LKWs war ich mir nicht ganz so sicher, ob ich die kaufen werde oder ob ich sie mir nicht kaufen werde. Aber wo ich den Tatra gesehen habe hier, da war mir von vornherein klar, den musst du haben. Das erinnerte mich so an meine Jugendzeit. Weil mein Vater bei der Armee und diese riesen Dinger da gestanden haben, da war ich als kleiner Stift immer so richtig begeistert. Wenn diese riesen Schlachtschiffe da gestanden haben. Ach so, hier rechts rein schon. Ach Mensch. Ja, da gut, da oben steht es ja auch. Warenhaus. Scheint ja nicht ein Schild. Ach, da steht. Ja. Ob der gute Kundschaft hat hier? So, ich werde mal den Anhänger gleich mitnehmen. Bestens. Okay, ausnahmsweise gehe ich meine Außenansicht. Dann werde ich da nicht unnötig gegenknall. So, V. Super. So. Nein. So. So, was müssen wir? Zweimal Ziegel und einmal Stahlträger. Ich würde mal sagen, die Stahlträger, die knall ich bei mir drauf. Ja, so. Und auf dem Anhänger knall ich zweimal Ziegel. So, mal außen gucken. Nein, warum denn drücke ich denn C? Eins. Na, bestens. Supi. So. Dann ab die Post. Achso, ich müsste aber den Weg abstecken. Ich glaube, diesen Auftrag, den mache ich auch zum ersten Mal. Den hatte sonst... Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich überhaupt hin. Zur Wetterstation. Okay, der Weg scheint ganz schmatzig zu... Schmatzig, alles klar. Aber ist egal, ich werde trotzdem da lang fahren. Ich denke, ich werde da durchkommen. Ansonsten... Ah, okay, hier ist ein kleines Stückchen Straße. Und dann hier rum. So, na, so.
Gudi, dann ab die Post. Ah, zu spät eingelenkt. Mist. Die Kompressorgeräusche, pssst, das hört sich immer richtig geil an. Na. Gut. Ja, bei dem Tatra habe ich auch soweit alles angebaut. Ich kann dir trotzdem kurz von außen zeigen, was es geht. Also zumindest, was ich auch zu dem Zeitpunkt hatte. Also nach oben den Dachgepäckträger mit Reparatursets und ein bisschen Benzin. Die Räder, glaube ich, sind, glaube ich, auch andere, nicht die originalen. Schon etwas bessere. Straße waren die, glaube ich, nicht gut. Stand da, glaube ich. Durchschnittlich oder sowas in der Art. Aber dafür im Matsch und das andere waren die perfekt. Wie gesagt, die Aufkleber habe ich drauf geknallt. Ein Schnorchel habe ich. Naja, und das... Aber kann das passieren, wenn ich mit der Maus immer aus dem Spiel draußen bin? Ich glaube, ich war gerade mit der Maus aus dem Spiel. Jetzt habe ich das schon so eingestellt, wie ich das gelesen hatte. Und das leckt immer noch. Ah, er quält sich. Aber... Er kommt durch. So, da musste ich mal ganz kurz ein kleines Foto machen. Also das werde ich auf jeden Fall immer während des Spiels machen, weil wenn ich immer abgegeben habe, dann habe ich ja hier die Fracht nicht mehr. Deswegen schneidet immer, also da müsst ihr euch nicht verdenken, dass ich beschummel oder so. Das ist dann einfach nur wegen dem Foto. Oha. Habe ich mir das gut überlegt? Ach, das wird schon. Schnorchel habe ich dran. Ich hoffe, dass ich auch noch richtig fahre, weil ich doch immer die Wege hier so komisch abgesteckt habe. Ich werde das mal ein bisschen nachziehen hier. Zur Sicherheit. Nicht, dass ich mich doch noch... Ja, wohl so tief ist das Wasser nicht. Also habe ich den Weg natürlich so beschissen abgesteckt. Ja, da muss ich lang, okay. Oha. Euer 8 Liter geht noch, hatte ich ja vorhin komischerweise. Aber das finde ich irgendwie komisch. Warum verbraucht er jetzt genauso viel wie vorhin ohne was drauf? Ja, ich könnte ja noch auf Haarschaltung gehen, aber ich denke mal, das würde er nicht schaffen. Dann würde er absaugen. Was sehen meine entzündeten Augen? Es ist doch mal ganz gut, dass ich hier mal lang fahre, weil den Tanklaster da, den sehe ich zum ersten Mal, also diesen Anhänger. Kann ich, ist das ein Job? Ja, das ist ein Job, ne? Ich guck mal ganz kurz. Ja, das müsste ein Job sein, ne?
Oder das Logbuch so zum Finden. Also ich sag mal, sowas werde ich natürlich offline machen, weil außer wenn ich nachher auf dem Rückweg meinetwegen bin und zur Station, um das Ding hier umzubauen, könnte ich ihn theoretisch mitnehmen. Oh, guck mal, wie die Räder vom Anhänger schön durch den Matsch gehen. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Geil, auch wie der Anhänger hinten schmutzig wird. Okay, ich muss hier rum. Ich verstehe nicht, obwohl ich im Fenstermodus spiele, ne? Im Vollbildmodus spiele. Wieso kann ich mit der Maus aus dem Bild raustappen? Ne, wenn ich jetzt die Maus, wenn ich jetzt so die Maus habe, könnte ich jetzt lieber in meinen zweiten Bildschirm gehen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Normalerweise geht das doch gar nicht im Vollbildmodus. Das daran vielleicht hängt, ich weiß es nicht. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber... So, dann quälen wir uns hier einmal durch. Ich denke mal, dass ich hier rum muss. Schön weit ausholen. Das sieht gut aus. Oh, war da gerade ein Baum? Nee. Keine Ahnung, was das gerade für ein Geschmatz oder für ein Geknacker war. Mensch, bis jetzt braucht ihr noch nicht ein einziges Mal Differential einschalten. Ja, der Tatra, das ist einfach nur... Das bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, wie teuer war der? 3,99 oder so? Es war... Wenn man sieht, wie teuer das Spiel ist, ist natürlich 3,99 eine ganze Menge Geld. So, ich glaube, ich muss nach rechts jetzt, ne? Yep. Oh man, da zittert alles. Ich möchte nicht wissen, wie mir jetzt in Real hier durchgeschüttelt wird. Ja, wie ihr seht, ich habe die Hände weggemacht, weil... Oh, das ging ja ein richtig auf den Nerv. Wie er da andauernd da, ne, habt ihr ja gesehen im ersten Teil. Das ist ja mittlerweile der dritte Teil hier schon. Mensch, guckt euch das mal an. Mit sage und schreibe 10 Klamotten heiz ich hier hoch. Schade, dass der Kilometerzähler hinten, alles klar. Dass der Kilometerzähler nicht funktioniert. Mich würde das echt interessieren, wie lange man mit jedem Fahrzeug, also vielleicht kann man das irgendwo nachgucken, ja, aber ich würde das ganz gerne hier im LKW sehen. Wie viele Kilometer man mit jedem Fahrzeug runtergerissen hat. Ah, 15 Meilen pro Stunde. Schneller kann ich eh nicht. Road close. Oh, hat einer wieder Stein auf die Straße geschmissen. Jetzt hier mal mit dem Pkw langfahren, das ist ja... Ja, wir müssen vorsichtig fahren, nicht, dass wir noch hier Auto kaputt machen, LKW. Gut, wir haben ja Reparatursets, alles dabei. Ja, dann wollen wir mal kicken, dass wir hier auch mit dem Sattelauflieger auch hier hochgeschissen kommen. Entschuldigt bitte diese Wortwahl. Pfff.
55 Meilen. Na, das sollen wir mal in der Form machen. Mit 55 Meilen hier hochheizen. Na, guck mal, ohne Allrad verbrauchen wir nur noch 4, noch was. Circa. Ja, gut, berghoch wieder ein bisschen mehr. Theoretisch mal könnte man jetzt auch noch in dem fahren. 3, Bus noch. Boah. Aber man ist halt langsamer, ne? Aber 250 Liter. Wir haben ja gerade mal 130 Liter verbraucht. Das ist ja theoretisch... Theoretisch mit der riesen Last ist es ja eigentlich... gar nicht so viel. Na, guck mal, ohne Kriechgang verbrauchen wir jetzt auch nicht so viel. Oder Gas geben? Wird sich geiler, ne? Bravo-Häuschen hätte man draußen. Oh, man merkt aber gleich, wie er runtergeht, ne? Gut, wir sind bei 22 Minuten. Ich denke mal, das hat echt wunderbar geklappt. Jetzt brauchen wir theoretisch nur noch den, Anhänger da oben. Mal die Räder an, wie die sich zusammendrücken, ey. Ja, Drehschirme ist natürlich perfekt zum Auspacken. Aber man muss langsam fahren, dann geht das schon. Ups. Jetzt stand das Haus im Weg. Ich würde sagen, ein paar Meter. Ach, ich kann ja den gar nicht zurücknehmen, den anderen. Ich möchte den nämlich wieder. Beim Händler hinstellen. Ach Mist. Oder kam das Benzinding danach erst? Ich gucke mal ganz schnell. Hier runter. Dann hier. Ach, der stand hier und der andere Händler, der ist erst. Na gut, so weit weg ist das gar nicht. Ich würde sagen, wir machen das schnell ohne Kamera. Das zeige ich euch noch schnell. Ohne Kamera, ohne irgendwas. Mit ein bisschen Hintergrundmusik. Reichen schnell in Zeitraffer schnell hier runter. Und dann beenden wir die Aufnahme gleich. Also. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Jetzt kommen wir wieder den Anhänger ab. So, und dann steht er wieder da, wo wir ihn, hups, wo wir ihn her hatten. Gudi. Da würde ich sagen, damit beenden wir dann die Aufnahme. In der nächsten Aufnahme werde ich dann das Ding umgebaut haben oder wir bauen das ab hier. Fange ab hier wieder an, keine Ahnung. Sattelauflieger drauf und ab zum. Wo mussten wir hin? Genau, da unten hin. Den Sattelauflieger holen. Und den müssen wir dann. Ups, ich habe ja ganz vergessen, meine Kamera einzuschalten. Genau, da müssen wir. Ich glaube, wir müssen hier sogar noch erst noch was bauen. Ach, du ahnst das nicht. Okay, ich würde sagen, das Ding. Ja, gut, ich könnte ihn hier rumfahren, aber ich denke mal, das ist ein bisschen. Ich würde ihn ganz gerne hier lang bringen. Also müssen wir wahrscheinlich erst hier eine Gebirgsbrücke bauen. Hier ist noch eine Straßensperre, die noch weg muss. Genau, und dann können wir nämlich schön überall fast bis oben hoch mehr oder weniger Straße fahren. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Also würde ich sagen, lassen wir den LKW noch so, wie er ist. Einmal hier, hier und hier. Aber jetzt können wir mal ganz schnell zusammen gucken. Wie heißt das Ding hier? Gebirgsbrücke. Mir wurde gesagt, wenn ich F4 drücke, auf Aufgaben drücke, dann müsste hier irgendwo stehen. War doch Aufgaben, ne? Straßensperre, ist das nicht das Ding? Straßensperre. Ah, guck mal, da müssen wir doch hinbringen. Ersatzteile. Ah. Ich guck nochmal, ach Quatsch, doch, ich guck nochmal ganz kurz. Das war doch hier oben, die Straßensperre. Genau, das ist das. Und das andere ist die Gebirgsbrücke. Ach so, die Gebirgsbrücke. Ich guck nochmal ganz schnell und dann. Gebirgsbrücke. Und da muss hin einmal Stahl. Mensch, da stehen wir doch genau richtig. Einmal Stahl und zweimal, was das auch immer hier sein soll. Aber die Bilderchen können wir uns ja auskäsen. Mensch. Da hat mir der gute Stefan oder so von Twitch, hat er mir einen guten Tipp gegeben, dass man ja hier auch gucken kann, schon von vornherein, was man da braucht. Dann bedanke ich mich dafür. Also bei Stefan und bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Haut rein. Tschüss.